Hallo und herzlich willkommen zu unserem KMK-Magazin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Während wir noch mit den kalten Temperaturen zu kämpfen haben, bringt die KMK jetzt den Frühling in die Karlsruher Messehallen. Vom 19. bis zum 22. Februar entführt die Inventa Sie als Besucher in das Reich der grünen Landschaften und Gartenträume. Doch nicht nur das. Auf der Inventa entdecken Sie auch exklusive Einrichtungstrends für Ihr Zuhause und auf der Ronde Vino den besten Wein aus der Region. Neue Inspirationen für Ihr Zuhause, individuelle Spartipps für Ihr Eigenheim, ein Stück Urlaubsparadies direkt vor Ihrer Haustüre und ein Schluck Genuss aus der Region – all das finden Sie auf der Inventa in den Karlsruher Messehallen. Auch dieses Jahr machen drei Themenbereiche und die Genussmesse Ronde Vino die Inventa zu einem einzigartigen Messeerlebnis. Schaffen Sie sich ein Zuhause, in dem Sie sich rundum wohlfühlen. Die neuesten Einrichtungstrends dafür finden Sie im Themenbereich Inventa Living. Bei Polstermöbeln ist eindeutig der Trend die Funktionalität. Bei Kastenmöbeln ist eindeutig die Funktionalität, der neueste Trend, dass wir feine Linienführung haben, dass wir kubische Form haben, dass wir Modularität haben, weg von der großen, kompakten Schrankwand hin zu kleinen, feinen Lösungen. Bei Leuchten selbstverständlich die LED durch die explosionsartige Entwicklung der LED-Technik kann man heute fast nichts mehr anderes anbieten wie eine LED-Leuchte, was auch Sinn macht. Inspirationen für Ihr Zuhause können Sie sich bei den Showrooms der Aussteller holen. Entdecken Sie preisgekrönte Möbelstücke und neueste Produktlinien nationaler und internationaler Topmarken und lassen Sie sich von den neuesten Trends in Sachen Smart Living beeindrucken. Die Waschmaschine bekommt mittlerweile einen Internetanschluss. Jetzt ist immer die Frage, ist es sinnvoll, dass eine Waschmaschine einen Internetanschluss hat? Jetzt sage ich ja. Man kann dadurch Statusinformationen erhalten, wenn zum Beispiel die Waschmaschine im Keller steht. Man bekommt aber auch die Möglichkeit, das Ganze etwas energieeffizienter zu machen. Also die Waschmaschine wäscht entsprechend, wenn der Strom günstig ist. Dazu kommt, dass die Maschinen mittlerweile völlig automatisch dosieren. Mit Nachhaltigkeit beschäftigt sich auch der Themenbereich Inventa Eco Building. Hier erfahren Sie alles rund um ökologisches Bauen, nachhaltige Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie innovative Energiekonzepte. Es gibt an der Inventa von Zukunft Altbau, das ist eine Informationskampagne des Umweltministeriums hier in Baden-Württemberg, gibt es einen Treffpunkt Energieberatung. An dem Treffpunkt hat man die Möglichkeit, vor Ort so eine Initialberatung durchzuführen. Man lässt sich einfach beraten zu seinem Projekt und hat aber auch gleich den Kontakt zu Energieberatern hier aus der Region. Neben zahlreichen Angeboten rund um nachhaltiges und ökologisches Bauen laden wir Sie ein, auf der Inventa in den Frühling einzutauchen. Inventa Garten präsentiert Ihnen 13 Showgärten von Profihand. 3200 Tonnen Material werden für Sie verarbeitet, um Ihnen ein einzigartiges Ambiente zu bieten. Was wir die letzte Zeit feststellen, ist, dass Menschen sich immer mehr nach einem kleinen Stückchen Ruhe sehnen, nach einer Oase, wo man sich entspannen kann, wo man ein bisschen runterkommen kann, auch ein bisschen Abstand hat zu dieser hektischen Welt, die im Umkreis überall ja festzustellen ist. Ob das im Verkehr ist, ob das Nachrichten sind, ob das dann die ganze Arbeit an den Bildschirmen ist, und Computertechnologie, die ja überall Einzug gefunden hat. Da sehnen sich die Menschen nach wirklich was, wo man natürlich sich erholen kann. Informieren Sie sich auf der Inventa Garten über zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten Ihres eigenen Grundstücks. Urlaub direkt vor der Haustüre. Abgerundet wird das Angebot von Händlern und Produzenten, die Gartenmöbel, Accessoires und Geräte sowie Pflanzensetzlinge verkaufen. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder Garten- und Landschaftsbauer Roland Mockler mit seinem Team. Er präsentiert einen Showgarten auf 160 Quadratmetern. Es wird mit bestimmter Sicherheit ja Gestaltungselemente drin sein, die Wasser einbeziehe, die Natursteinfläche einbeziehe, ja, und natürlich auch sehr groß, okay, den Bereich Pflanze. Es werden einfach verschiedene Solitärpflanze, immergrüne Pflanze ausgestellt, ja, und einfach Gestaltungsideen, ja, wie man ein Hausgarten, ein Reihenhausgarten, ja, wie man das gestalten kann. Ein großer Trend in diesem Jahr sind pflegeleichte Gärten, aber auch altersgerecht sollten sie sein. Man kann den Garten entsprechend beleuchten, damit er auch ein gewissen Sicherheitsgefühl, trotzdem aber einen Wohlfühlcharakter nicht verliert.
Und dann gibt es Möglichkeiten, den Garten auch ein bisschen zu automatisieren. Also es gibt Mähroboter, die immer mehr in den Einsatz kommen. Es gibt automatische Bewässerungsanlagen. Damit schaffe ich einfach weniger Arbeit im Garten und ich kann den Garten mehr genießen. Und gerade für ältere Menschen, was ganz wichtig ist, es gibt auch den Trend zu Hochbeeten. Und wer noch mehr in die Welt des Genusses abtauchen will, der sollte die Ronde Vino nicht verpassen. Die Genuss- und Weinmesse mit über 300 Weinen und Schaumweinen zeigt Ihnen die Vielfalt der edlen Tropfen aus der Region. 80 Wein- und Gourmet-Aussteller laden Sie ein, regionale Vielfalt zu entdecken. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich mit Wein sehr intensiv beschäftigen, mit dem Genuss, die sehr traditions- oder auch landschaftlich verbunden sind und sich wirklich für das Produkt interessieren, sehr, sehr gut informiert sind und dem Genuss frönen auf eine wirklich sehr, sehr schöne, angenehme Art und Weise. Und das macht sehr viel Spaß, dann da mit den Kunden in Kontakt zu kommen und über den Wein zu sprechen. Erleben Sie den Geschmack des Weins noch intensiver und schließen Sie sich einer Weinführung auf der Ronde Vino an. Verpassen Sie also auf keinen Fall, wenn die Inventa und die Genussmesse Ronde Vino mit exklusiven Ideen und edlem Geschmack die Karlsruher Messehallen füllen. Vom 19. bis 22. Februar. Nach der Inventa im Februar lockt im März gleich das nächste Messehighlight. Die Art Karlsruhe geht in ihre 12. Runde. Die Art Karlsruhe, die Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Vom 5. bis zum 8. März lockt sie unter dem Titel, wo sich Kunst trifft, Kunstliebhaber und Interessierte in die Karlsruher Messehallen. 210 Galerien aus 11 Ländern verwandeln das Messegelände in einen vitalen Ort der Kunst. Sie ist mit Sicherheit eine der beliebtesten Veranstaltungen hier in Karlsruhe im Messegelände, weil hier vieles zueinander kommt. Es ist nicht nur dieses wunderschöne, architektonisch hochgelobte Messezentrum, sondern es ist auch die Gattung Kunst, die hier ausgestellt wird in Malerei, in Skulptur, Fotografie, Edition. Und diese beiden Dinge zusammengenommen machen die Art zu was ganz Besonderem. Und dass dann noch 50.000 internationale Gäste zu diesen 4 Tagen nach Karlsruhe kommen, macht uns besonders glücklich. 157 One-Artist-Shows, 19 Skulpturenplätze und die integrierten Ruhezonen machen die Art Karlsruhe zu einer Kunstlandschaft, die zu intensiven Sehen, konzentrierter Auseinandersetzung und entspanntem Kunsteinkauf einlädt. Kurator Ewald Schrade schafft es auch mit der 12. Ausgabe der Art Karlsruhe, eine einmalige Messe für Kunstliebhaber zu kreieren. 32 neue Aussteller haben sich für dieses Jahr angemeldet. Die Art Karlsruhe zählt mit Basel und Köln zu den 3 bedeutendsten Kunstmessen im deutschsprachigen Raum. Die Galerie Knecht und Burster stellt seit Beginn der Art Karlsruhe ihre Werke aus. In diesem Jahr zeigt Alfred Knecht Werke von Dieter Grieg und seiner exklusiven Schüler. Eine der letzten Meisterschülerinnen ist Simone Lukas. Der Galerist Alfred Knecht zeigt Werke aus der Ausstellung Futura. Auch wenn die Bilder so antiquierte Themen haben, merkt man schon, dass sich diese Schülerinnen und Schüler mit der Zukunft beschäftigen. Sie suchen also, sie sind auf der Suche und so ist der Künstler, die Künstlerin auf der Suche nach Zukunft, nach die Zukunft der Malerei. Das ist also die Beschäftigung mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Seit 12 Jahren ist Alfred Knecht präsent auf der Art Karlsruhe. Das Renommee seiner Galerie und der Künstler hat dadurch in den letzten Jahren gewonnen. Die Großzügigkeit der Messehallen und das Konzept auch mit den Skulpturenplätzen, was man sonst in keiner Messe so vorfindet. Also ich bin richtig glücklich dabei zu sein und dabei gewesen zu sein. Die Art Karlsruhe ist nicht nur Kunstlandschaft und Treffpunkt hochrangiger Künstler, sondern auch Sammlerparadies. Sammeln mehr als eine Leidenschaft? Mit diesem Thema setzen sich hochrangige Gesprächspartner beim Artima Art Meeting auseinander. Und zum Sammeln laden nicht nur Werke der zahlreichen Galeristen ein, sondern auch die exklusiven Sonderschauen. Zum einen widmet sich die Ausstellung Some Like It Cool der Sammlung Schaufler ein Paradebeispiel für die vitale Sammlerszene in Baden-Württemberg. Zum anderen erwartet die Besucher in Halle 1 ein konzentrierter Auftritt ungarischer Fotokunst. Von dem wirklich weltberühmten Robert Kappa, dieser Kriegsreporter, der aus Ungarn stammte, und des Robert Kappa Center,
die aktuelle Fotografien zeigen, und zwei Galerien aus Budapest, die ebenfalls sehr stark sich engagieren für Fotografie, sodass die Halle für Fotografie eine zusätzliche Bedeutung in hohem Range kriegt über die Museen und Institutionen aus Budapest. Die Bedeutung der Art Karlsruhe strahlt über die Grenzen hinaus. Der Slogan, wo sich Kunst trifft, wird durch das breit gefächerte Angebot verständlich. Und durch das Publikum, das aus dem regionalen, überregionalen und ausländischen Raum kommt. Umso mehr Bedeutung kommt den Auszeichnungen zugute, die auf der Art Karlsruhe verliehen werden. Dies ist zum einen der Art Karlsruhe-Preis für die beste One-Artist-Show. Die Werke, die mit einem Preisgeld von 15.000 Euro angekauft werden, gelangen in die Art Karlsruhe Collection in der Städtischen Galerie Karlsruhe. Ebenfalls seit 8 Jahren verankert ist der Hans-Platschek-Preis für Kunst und Schrift. In diesem Jahr geht der Preis an den japanischen Künstler Rikuo Ueda. Altbewährtes trifft Neues. Für die Art Karlsruhe wurde für alle Kunstliebhaber eine neue App entwickelt, die den Kauf von Kunstwerken noch interessanter macht. Sind gut vorbereitet auf die Art Karlsruhe, wenn Sie in diesem Jahr zur Vorbereitung schon mal die möglichen Hängeplätze Ihrer Bilder oder Ihrer Skulpturen möglicherweise schon vorab in diese App hineinladen. Und dann können Sie vor Ort das ein oder andere Werk vielleicht mal abfotografieren und dann gucken, ob das beispielsweise an dem Platz, den Sie vorgesehen haben, zu Hause auch gut hängt. Kommen auch Sie vorbei, wenn sich Kunst in den Karlsruher Messehallen trifft. Vom 5. bis 8. März in Karlsruhe.